Ja, Herr Dr. Udo Ulfkorte, Sie sind ehemaliger Journalist, mehrfacher Bestsellerautor und Sicherheitsexperte. Danke zunächst einmal, dass Sie für uns den Weg nach Linz gefunden haben. Gerne. Sie sind, wie gesagt, ehemaliger Journalist. Sie haben über 10 Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gearbeitet und 2003 die Zeitung überraschend verlassen. Was ist da genau passiert? Ich habe nach so vielen Jahren des Lügens und Betrügens einfach die Nase voll gehabt. Ich habe nicht nur die aufrichtige Berichterstattung geleistet, wie man das so allgemein von Journalisten erwartet, sondern habe Berichte unter anderem für den Bundesnachrichtendienst geschrieben, die dann in der Zeitung standen. Oder sehen Sie, ich habe sehr viel mir Gedanken darüber gemacht, da zahlen Menschen viel Geld für ein bestimmtes Produkt. Das hat ja nichts mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu tun, sondern bei sehr vielen Leitmedien ist es so, da zahlt man als Kunde Geld dafür und ist fest davon überzeugt, dass da nichts als die Wahrheit drinsteht. Und ich habe den Medienbetrieb gerade in der Presselandschaft eben sehr anders erfahren, sehr einseitig, sehr häufig auch geschmierte Berichterstattung, Korruption. Und das wollte ich nicht länger mitmachen. Deshalb habe ich damit aufgehört, mit dieser Art von bezahlter Berichterstattung. Sehen Sie, ich habe im Ausland, ich habe Schmiergelder bekommen für einseitige Berichterstattung und viele Dinge, die bei den Kollegen als normal angesehen wurden, bei verschiedenen Zeitungshäusern. Aber ich konnte einfach irgendwann nicht mehr in den Spiegel schauen. Ich fand das unanständig. Also Sie haben Schmiergeldzahlungen erwähnt und Sie kritisieren auch in Ihrem Buch gekaufte Journalisten, andere deutsche Medien scharf, darunter auch so etablierte Zeitungen wie Die Zeit. Jetzt ist die Frage, gibt es denn gar keine Unterschiede mehr zwischen den großen Medien in Deutschland? Also welche Berechtigung haben da von vielen deutschen Bürgern vorgebrachte Vorwürfe, das wäre eine Lügenpresse? Also Lügenpresse, der Begriff scheint ja zunächst sehr weit hergeholt, aber wenn Sie heute mal in Österreich oder Deutschland alle Titel von den vielen Zeitungen, die es gibt, an einem ganz normalen Tag einfach mal nebeneinander legen, nur die Schlagzeilen, dann sieht man schon auf den ersten Blick bei den Tageszeitungen, das gleicht sich alles, das ist weitgehend alles identisch. Und wenn man die Artikel dazu liest, vielleicht sind die Kommentare noch aus unterschiedlichen politischen Richtungen, aber das ist wie ein Einheitsbrei. Auf mich subjektiv wirkt das so. Und wenn ich dann noch sehe, dass sehr vieles davon eben objektiv gar nicht der Wahrheit entspricht, sondern gelenkt ist, die Berichterstattung, dann sehe ich den Begriff der Lügenpresse nicht so kritisch, wie manche Politiker das sehen, sondern muss sagen, die Bürger haben da schon das richtige Gespür. Sie werden nicht 100% wahrhaftig unterrichtet. Ist ja, wir können Beispiele nehmen. Sehen Sie, wenn man unterschiedliche politische Auffassungen hat, was ja durchaus zu einer Demokratie dazugehört, Sie sehen doch heute in den Medien, dass gehetzt wird, wenn man bestimmte Auffassungen hat, dann wird man diffamiert, man ist populistisch, man ist irgendwie böse, man wird ständig angegriffen und es wird nur noch negativ über jemanden berichtet. Das ist aber nicht nur bei Politikern so, das erleben wir auf ganz vielen Gebieten, dass all diejenigen, die politisch nicht korrekt sind, die nicht einer vorherrschenden Auffassung entsprechen, weil das gehört zu einer Demokratie dazu. Es können doch nicht alle einer einheitlichen Meinung sein, aber die werden heutzutage in den Medien, vor allem auch in dem, was ich Lügenpresse nenne, die werden sofort fertig gemacht. Und dann muss man sich nicht wundern, dass viele dieser Zeitungen immer weniger gekauft werden, weil die Bürger, wir können uns andere Politiker aussuchen, wir können uns andere Medien aussuchen. Aber die Medien können sich keine anderen Kunden aussuchen. Also die sollten sich auch mal überlegen, viele Journalisten, ob sie so weitermachen wollen, sonst verlieren sie letztendlich ihren Job. Aber es gibt ja auch viele freie Journalisten, die für mehrere Zeitungen schreiben. Müssten nicht eigentlich zumindest diese Journalisten unabhängig sein in ihren Meinungsbeiträgen, also in ihren Kommentaren? Klasse, die Frage. Allein deshalb, weil genau diese ganzen freien Journalisten, die sind ja davon abhängig, dass sie Geld verdienen. Die haben keinen im Hintergrund, der ihnen monatlich 10.000 Euro überweist oder sonst was, sondern die lechzen nach Aufträgen in einer Zeit, wo es für die Medien ohnehin immer schwieriger wird. Und dann dürfen sie natürlich kein falsches Wort schreiben, wenn ein solcher freier Journalist nicht das abliefert, was von ihm erwartet wird, nicht den Vorgaben, die Schere im Kopf, erwähne ich hier mal, wenn das dieser Schere im Kopf nicht entspricht, dann ist er raus, dann kriegt er am nächsten Tag keinen Auftrag mehr. Also geht er an jeden Text so heran, was erwartet mein Auftraggeber von mir, wie soll das Ganze werden und nicht, oh, jetzt schreibe ich mal das, wie es tatsächlich war, sondern da gibt es eine Menge von Vorgaben. Bei jeder Zeitung ist es so, eine Zeitung existiert nicht, egal welche Ausrichtung sie hat, eine Zeitung existiert nicht,
weil sie die Wahrheit verbreiten will, sondern weil sie Geld verdienen will. Dahinter steckt ein Verleger und ein Verlagsunternehmen. Eine Zeitung soll letztendlich natürlich Geld verdienen. Und in erster Linie ist dafür wichtig, ein entsprechendes Werbeumfeld für das Marketing, für die Werbeanzeigen. Da will man die großen Autobauer, die großen Firmen sollen dort inserieren, regelmäßig Geld bringen, natürlich die Bürger auch ihre Inserate schalten. Aber es geht um ein Werbeumfeld. Und dieses Werbeumfeld muss stimmen. Es muss sehr viel Zuspruch unter der Bevölkerung da sein. Es muss Quote bringen, so wie den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und wenn dieses Werbeumfeld nicht stimmt, dann inserieren die großen Firmen nicht. Also da darf nichts drinstehen, was politisch nicht korrekt ist, etwas, was den Firmen nicht gefällt. Versuchen Sie doch mal, gegen Pharmaunternehmen anzuschreiben, in irgendeiner Publikation, wie auch immer sie heißt, und dann Werbung von der Pharmaindustrie zu bekommen. Das werden Sie nicht schaffen. Versuchen Sie mal, einen großen Automobilbauer, egal ob das jetzt ein Deutscher ist wie Volkswagen, oder versuchen Sie, Werbung von Puchsteyer zu bekommen, in einem Magazin oder in einer Zeitung, wo sie ganz viele kritische Berichte über Arbeitsbedingungen bei Puchsteyer oder Produktionsdefizite, irgendetwas Kritisches regelmäßig berichten, ja, dann wirbt er doch selbstverständlich nicht mehr für sie. Das heißt, man muss, man hat eine Schere im Kopf als Journalist, auch bei den Freien. Und welche Themen sind da besonders heikel und werden unter den Tisch gekehrt? Politische Themen. In erster Linie das Allerwichtigste immer politische Themen. Sehr vieles, die Bürger sollen, leider beobachtet man das seit vielen Jahren, die Bürger sollen, ich würde sagen, normiert werden. Es soll eine Art Einheitsmeinung geben und wer stark davon abweicht, wird diffamiert. Früher fanden Hinrichtungen auf dem Marktplatz statt, heute finden sie in den Medien statt. Wenn jemand also von diesen vorgegebenen Meinungen abweicht, dann wird er fertig gemacht, ganz brutal fertig gemacht. Das ist alles sehr unschön heute. Noch einmal zurück zu den geschmierten Journalisten. Also laut Ihnen soll ja die CIA deutschen Journalisten die Texte diktieren und Sie nennen in Ihrem Buch sogar 321 Namen von geschmierten Journalisten. Gibt es, also das ist eine allgemeine Frage, gibt es denn überhaupt noch unabhängigen Journalismus in Deutschland? Ja, natürlich gibt es unabhängigen Journalismus. Es gibt viele Journalisten, die geschmiert werden. Beim Schmieren meine ich übrigens nicht Bargeldzahlungen oder nicht nur. Da gibt es ganz viele andere Dinge, mit denen man gekauft wird. Also ich habe Tauchausrüstungen bekommen, ich habe Ehrenbürgerurkunden bekommen, also das ging nicht immer um Bargeld. So ist das bei anderen Journalisten auch. Die Journalisten bekommen Autos über viele Monate, sie kriegen 5-Sterne-Reisen und so weiter. Aber Ihre Frage, gibt es auch unabhängigen Journalismus? Natürlich gibt es den. Aber jemand, der wahrhaftig ist, der eckt natürlich überall an. Es gibt, sie werden in den großen Leitmedien sehr, sehr wenige nur finden, die wahrhaftig unterrichten, da muss man in die Nischenpublikationen gehen, in kleine Publikationen. Da inseriert die Werbeindustrie nicht groß, die sind politisch nicht gut gelitten. Also egal, ob das die SPÖ ist, die dagegen schießt oder in Deutschland andere Parteien oder die Grünen und sagen, nein, das ist jetzt alles nicht ökologisch korrekt und vom multikulturellen Weltbild, also wenn man von bestimmten Punkten abweicht und sagt, Zuwanderung ist nicht unbedingt nur eine Beweicherung oder die Energiewende, die Umstellung von Energiequellen kann man auch anders sehen, den Klimawandel kann man anders sehen. In einer Demokratie wäre es völlig normal, dass man über bestimmte Dinge diskutiert, den absehbaren Finanzcrash, aber hier wird immer nur gesagt, dass man über bestimmte Dinge nicht sprechen sollte und man ist böse, bäh und pfui, wenn man das dennoch macht. Also das gibt es, aber das sind eben kleinere Publikationen, die wahrhaftig berichten. Das sind die Aufrechten, das sind diejenigen, die man unterstützen sollte. Mhm. Manche Beobachter wollen jetzt eine vorsichtige Trendwende erkennen aufgrund des Aufstiegs zuwanderungskritischer Bewegungen, wie zum Beispiel der AfD in Deutschland. Auch bei Mainstream-Medien zum Beispiel und in einigen Artikeln wird die Kritik an Merkels Asylpolitik und den eigenen Kollegen lauter. Bei Tatverdächtigen wird zum Beispiel öfters die Nationalität oder der Asylstatus genannt. Erkennen Sie darin bereits eine Trendwende und wenn ja, wie glaubwürdig und dauerhaft könnte diese Trendwende überhaupt sein? Also das ist nur ganz zaghaft und vorsichtig in der Tat, aber das wird keine richtige Trendwende werden. Allgemein in den Medien in Deutschland, das muss man einfach sehen, ganz nüchtern und neutral, wem gehören die ganzen Leitmedien in Deutschland, wer kann Einfluss auf sie einüben. Das ist bei den öffentlich-rechtlichen Medien, sind es die staatlichen Filmgesellschaften wie die DGETO,
die bei den großen deutschen Programmen vorgeben, was wird gesendet, wie wird es gesendet, welchen Bildungsauftrag, also welchen Normierungsauftrag für die Bevölkerung hat man. Bei den Zeitungen und Zeitschriften schauen Sie sich die Konzerne an, die dahinter stehen, Springer Verlag, Burda Verlag, Bertelsmann Verlag, Gruner und Jahr, Holzbrink, die ganzen, das, dahinter stehen auch sehr viele Medien, Milliardäre, die ungeheure Macht auf die Meinungen haben, und ich erkenne bei denen nicht, die sind ja auch eng verflochten mit der Politik, also die führenden Verleger in Deutschland sind fast durchweg mit der Bundeskanzlerin befreundet, mit den führenden, mit den Parteiführern in Deutschland, die haben kein Interesse daran, alternative politische Parteien entstehen zu lassen. Ich glaube nicht, dass die positiv zukünftig über Gruppierungen wie die AfD, die kann man sehen, wie man will, aber dass die Leitmedien in Deutschland nun auf mal vom Igitt, Bäh und Pfui gegenüber der AfD sagen, oh, die haben aber auch ein paar interessante Gedanken. Ich wage das eher zu bezweifeln, leider. Weil es gehört zu einer Demokratie dazu, dass man offen ist, ergebnisoffen bei der Berichterstattung. Die Glaubwürdigkeit der Medien nimmt konstant ab, wie man in den meisten Umfragen sieht. Worauf müssen Medien zukünftig achten, wenn sie das Herz ihrer Leser wieder gewinnen wollen? Oder ist das überhaupt realistisch? Also die Menschen haben ein sehr gutes Gefühl dafür, was entspricht der Wahrheit, wo werde ich veräppelt, wo werde ich an der Nase rumgeführt, und irgendwann kaufen sie diese Produkte einfach nicht mehr. Von daher wird sich das ganz automatisch säubern. Der Markt wird sich von ganz alleine bereinigen, wenn die Produkte immer weiter in der Auflage runtergehen, wird also jeder Verleger irgendwann sagen, das mache ich nicht mehr mit. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass alternative Produkte, welche die Stimmung in der Bevölkerung einfangen und dem, was der Bürger auf der Straße denkt, eine Stimme geben und das auch drucken und das auch offen aussprechen, dass die eine Chance haben. Also da liegt die Zukunft des Journalismus bei denen, die nicht den Politikern, den herrschenden Politikern, ob die nun von Multikulti schwärmen, von Energiewenden, vom Klimawandel, ich weiß nicht was, sondern das, was die Bürger da draußen bewegt, die jeden Tag für ihr Geld hart arbeiten müssen und sich fragen, wie kann es sein, dass Massen von Menschen, die nie hart gearbeitet haben, die zu 70% Analphabeten sind, unsere Sprache nicht sprechen, unsere Kultur nicht teilen und so weiter. Ich muss von morgens bis abends hart arbeiten für das Geld. Ich teile gerne meine Steuern mit sozial Schwachen, mit Menschen, denen es nicht so gut geht. Es gibt genügend alte Rentner in Österreich, Familien mit jungen Kindern, die kriegen nicht sofort eine schöne Wohnung zur Verfügung gestellt. Dass man dort auch mal sagt, wie kann es sein, was da alles am Rande unserer Gesellschaft inzwischen passiert und finanziell gefördert wird. Diese Entwicklung wird sicherlich weitergehen, dass viele Menschen dort unzufrieden sind. Und die Medien, die diese Stimmung einfangen, die werden sicherlich Zukunft mehr Zuspruch gewinnen. Das ist positiv. Für die stehen die Daumen nach oben. Alles klar. Dann danke ich Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne.